Hallo miteinander, es freut mich ungeheuer, dass die Kinderbaustelle weitergeht und so toll, wie es jetzt hier aussieht, ist fantastisch. Freut mich sehr. Ja, das sind einfach eben Bilder, so einfach einmal oder fast jedes Mal, wo wir offen kennt, habe ich mal Bilder gemacht, wenn keine Kinder unterwegs waren. Und so sieht man halt so ein bisschen den Verlauf vom Anfang bis jetzt, wie sich es entwickelt hat, von der leeren Wiese bis jetzt zu dem von der vollen Wiese, die wir jetzt haben. Oder jetzt, wo schon total viel steht. Hey, willkommen! Zuerst haben wir natürlich einmal einen Klemm gebraucht. Da haben wir dann beim Zentrum Neuhof tatsächlich die Wiese dann zur Verfügung gestellt gekriegt. Da wird es in Zukunft irgendwann einmal eine Alterssiedlung geben. Also all die Gebäude verschwinden da hinten. Und dann gibt es Alterssiedlungen auf die Wiese raus. Bis es so weit ist, dürfen wir da bleiben. Das heisst, dass wir auch beim Aufbau der Infrastruktur, das heisst Werkstatt, Lager, Bürocontainer, Beizli, beim Aufbau darauf schauen, dass die Sachen auch mobil bleiben. Also all diese Sachen können wir relativ in kurzer Zeit wieder abbauen und an einem neuen Ort wieder aufbauen. Sprich, wir haben im Sinn, das noch ein paar Jahre zu machen. Ebenfalls von Käppeli haben wir die zwei Werkstattcontainer gekriegt, die haben wir dann eingerichtet und zugänglich für Kinder gemacht. Immer mit dem Blick darauf, dass Kinder, die ja nicht so gross sind wie ich, einmal die meisten nicht, dass auch die Sachen gut erreichen können. Kinderbaustelle 2021 war auch schon mit mir auf Weg gewesen. Ich komme vom Gärtnern. Ich habe gemerkt, was ist das, dass Kinder, sobald sie ein Haus bauen, tatsächlich anfangen, das Gärtchen nebenher zu haben. Und auch da war das wieder eine der ersten Erfahrungen. Am ersten Mal Kinderbaustelle offen, waren schon die ersten Salate im Boden. Und das ist für mich der Teil, den wir gefunden haben. Wenn man schon eine Stadt noch mal für Kinder eröffnet, dann eröffnen wir doch noch mal ein paar Visionen, die da auch sind, zum Beispiel. Wie schaffen wir es, bei dieser kommenden Hitze ein bisschen nicht ausser Puste zu kommen? Und eine meiner Visionen ist tatsächlich, dass wir auch mit Pflanzen anfangen zu arbeiten. Da dahinter hat es einen Garten. Da ist der Freestyle, den man sieht, können die Kinder einfach machen. Hinten dran gibt es das Gartenkind-Projekt, das wöchentlich kommt. Und eine der Visionen wäre, dass der Garten auch eine Schnittstelle sein könnte für möglicherweise Migranten, die in Blöcken wohnen und kein Gärtchen anpflegen können. Dürfen Sie kommen und willkommen sein. Hinten dran gibt es den kleinen Teil, wo die Kleinkindzone ist, wo auch einfach gemerkt wird, es ist schön, wenn es unter den Bäumen stattfinden kann. Eine der Ideen wäre, ganz viele Bäume hier pflanzen, bitte, auch wenn es nur 3 Jahre geht. Wir sind derzeit auf Weg mit einem Fanclub. Ihr dürft gerne die Zettel nehmen, euch registrieren und ein Teil werden von diesem Boden. Die Bevölkerung möchte mir gerne mit ins Boot nehmen. Weil selbstverständlich sind wir mit der SDW mit einem grossen Unterstützungspotenzial da. Danke vielmals auch euch von der SDW. Nichtsdestotrotz finden wir, es darf wirklich sichtbar werden, die Zahlen, die da ein- und ausgehen, Kinderzahlen. Wir sind einmal ganz kurz einfach überrannt worden. Die Lawine haben wir erwartet. Einmal haben wir wirklich unter 32 Kinder auf Platz gehabt. Nach 80 haben wir gesagt, stopp, ihr dürft nicht mehr auf die Baustelle. Ihr dürft aber ins Beizli und hinteren in den Kleinkindbereich. Anscheinend haben das nochmal 50 Kinder gemacht. Einfach, dass man weiss, was alles da entstehen kann. Wir haben uns in der Betriebsgruppe entschlossen, 5 Sommerferienwochen und 3 Herbstferienwochen einfach jeweils vom Mittwoch bis am Samstag da zu sein. Wie wir gemerkt haben, in der Analyse der Zahlen vom letzten Mal, es hat keine Woche gegeben, wo keine Kinder auf Platz waren. Und so haben wir uns entschlossen, diese 8 Wochen Ferien zu bespielen, vom Mittwoch bis am Samstag. Wenn Schule ist, ist es jeweils Mittwoch und Samstag, weil wir eben tatsächlich Donnerstag und Freitag brauchen für die Schulklasse. Am Montag sind die zwei Herren jeweils am Holz herholen. Und das ist wirklich beeindruckend. Ihr seht es dann. Wir haben wirklich einfach Holz aus der Bevölkerung gekriegt, aber wir haben auch das Gewerbe in unserem Rücken. Auch die Ortsgemeinden stehen uns im Rücken und da sind wir
immer wieder einfach nur dankbar, gell? Und ein bisschen sprachlos. Was ist denn deine Aufgabe? Den Kindern schauen, die Farbe rausgeben und schauen, dass alles gleich bleibt. Also die Kinder werden immer ein bisschen begleitet, wenn sie können, oder ja, auch angeleitet? Ja, also vor allem wenn es das erste Mal ist, dann tun wir sie noch einführen, sagen ihnen ein bisschen, wo dass sie das Material finden, was sie sonst finden. Ja. Du bist einfach top, he? Nein. Nicht? Nein. Aber was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe ist, zu den Kindern zu schauen, halt erstens mal, dass sie sich nicht verletzen, vor allem. Dann hauptsächlich ihnen Sachen zuschneiden, Bretter und so weiter, Latten, und ihnen halt helfen, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen. Sei es mit Schrauben machen, wieder Schrauben rausnehmen, die es irgendwie nicht mehr tut. Oder einfach, ja, unterstützen. Okay. Das ist so ein bisschen die Hauptfunktion. Und dann bist du unter den Handwerker noch, hä? Nicht wirklich. Also eigentlich komme ich aus dem Büro. Ich bin vom Zivildienst aus da. Und das ist mein Zivildiensteinsatz. Und ja, eigentlich gelernt habe ich KV, aber jetzt bin ich einfach seit dem Anfang Juni bin ich da, bis im September. Dann ist gut, Damian, he? Was sagst du? Super, gell? Immer gut, braucht's. Du, da hat's alles, also einen Helm muss man immer anlegen, he? Auf der Baustelle, ja, also im Baustellenbereich vorne auf jeden Fall. Hinten im Garten oder im Beizli nicht, aber sobald man halt da vorne auf der Baustelle, deswegen haben wir auch dort Schild. Sobald man hier in den Sepp-Bereich kommt, dort muss der Helm, Weste und vor allem auch geschlossene Schuhe. Weil es hat natürlich relativ viel auch Nägel und so am Boden. Und wenn dort ein Kind reinsteht mit den Sandalen, wäre es blöd. Aber mit den geschlossenen Schuhen, oder wir haben auch hinten sogar Stahlkappenschuhe, die auch noch gehen würden. Du, ich habe das Gefühl, das hat nicht ummachen zu viel Dienst. Was meinst du, der geht aus dem Büro weg, he? Hoffen wir es. Jetzt wären wir zu WC. Also da geht alles sauber zu und her, gell, natürlich. Da muss es, oh, was ist das da? Da gibt es noch heute Abend am Aufrichtfest gibt's noch Popcorn. Irgendwo haben wir auch noch ein Schild, wo steht Schoki-Bananen. Das hängen wir dann auch noch auf. Ja, also. Hebst du mir den wieder an? Gerne. Ja. Es geht nicht über eine gute Assistentin, gell? Nicht Assistentin, sondern Team. Oh, hoi, hoi. So. Und. Wir machen Vogelhäusli, Briefkästen und so kleine Sessel, wenn man es dort hinten sieht. Und alles ein Bücher? Ja. Mamma mia, da können ja derke zum Zug, wo ich gerne lesen. Ja? Ja, genau. Also, wir sind von der Bibliothek. Ja, eben darum meine ich. Deswegen. Das heisst, müssen wir müssen die Bibliothek was aus ein kleines bisschen Büchern in Umlauf bringen. Ja? Genau. Und dann bastelt ihr zuerst mal Häuschen, macht es lustig und so weiter. Genau. Dürfen sie auch mal laut sein, dürfen die Räume schneiden und schauen. Wird genau. Dann auch gelesen? Ja. Ja, wir haben auch Bücher zum Vorlesen dabei, wenn jemand eine Geschichte hören will. Ach so, super. Und das Gesprächsbänkli da, das ist aber nicht von euch, gell? Ja, das ist eine separate Organisation, die das macht. Ja, okay. Ja, das ist nicht von uns. Aber bei uns kann man auch die Bücher, die wir zum Basteln haben, können, darf man auch mal umwerfen oder kaputt machen oder umschmeißen. Also alles, was man in der Bibliothek nicht darf, darf man heute mit diesen Büchern machen. Ach, kommt, das glaube ich nicht. Doch. Ja, du hast es aber gesehen. Ja, dann. So. Was bist denn du vom Beruf? Ich bin im Hebammenstudium. Ja, dann. Eigentlich. Nicht ausgerührt. An die Maschinen dürfen aber nur ihr her, oder? Nehme ich an. Wie? An die Maschinen dürfen nur ihr. Ja. Auch selbst die Erwachsenen dürfen nicht, also sind wirklich wir mit der grünen Weste. Aha. Du hilfst es so auch, gell, in dem Fall. Ja. Wie lange machst du das? Jetzt bin ich schon 3 Wochen jetzt dann da. Aha. Ja. Einfach während der Ferien? Ja, Ferienjob. Und sonst bist du Studentin, Schülerin? Ja, jetzt habe ich gerade die Schule abgeschlossen. Ja. Und komme in Summe jetzt dann in die Lehre. Aha, okay. Das ist schon gut, die Abwechslung, he? Ja. Jetzt schauen wir, was die Eben da macht. Pinsel? Ja. Gut. Isabel, kurz vor der Ferien einen Einsatz, ja, du. Hei, hei. Du bist hier in der Betriebsgruppe drin, gell? Ja. Was machst du jetzt hier? Ja, ich muss hier Schoki-Bananen anschreiben. Aha! Dass man weiss, was die feinen Sachen sind. Ja, was anschreiben? Gibt es da Schoki-Bananen? Ja, logisch. Mit Arbeit. Kannst du auch einen essen? Ja, weiss nicht. So von der Ferien noch den Bauch essen.
kannst du ihn abtrainieren, das Ehre. Oder da kann ich arbeiten. Was machen wir da? Wir arbeiten hier an einem Keller. Ein Keller, hä? Ja. Oh! Wir sind da schon ziemlich weit runtergekommen. Haben wir Graben selber da? Ja. Unglaublich. Und was machen wir mit dem Keller? Ah ja, dort verstecken wir uns. Ja, kann man ganz haben, oder was? Ja, da kann man. Und da kannst du Loch zu machen? Ja, da, das kann man zu machen. Ja, sag mal. Und nachher haben wir da so ein Fenster. Man kann uns nicht sehen, aber wir können andere Leute sehen. Echt wahr? Ach so, du bist da unten und dann schaust du zum Fenster raus, gell? Ja. Schau mal das an. Aber das Fenster siehst du von außen nicht, gell? Oder schon? Halt, es sieht einfach so aus wie. Dort sind einfach Hölzchen. Ja. Aber wir können sie sehen, sie können uns nicht sehen. Wer hat die Idee gehabt? Habt ihr das selber rausgekriegt? Er da unten, hä? Ja. Und kommst du wieder rauf? Ja. Wie lange sind wir schon dran jetzt hier? Ah ja, seit dem Anfang von der Kinderbaustelle. Und wer ist das gewesen? Schon ein Haufen Mal da gewesen? Ja, ich bin fast jeden Tag da am Buddel im Loch mit meinen Kollegen. Aha. Ich manchmal mit meiner Schwester, sie arbeitet auch da. Da hat es einen Spalt. Und dann hat es da auch einen. Da. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Er sieht mich, aber ich sehe ihn. Und ich sehe ihn auch. Das ist aber ein gutes Verschickspiel, hä? Ja, er sieht sie auch. Mich sieht er auch? Ja. Ah, es ist aber lächerlich aus der. Ja, aber genau. Da sieht. Kann ich ihn nicht sehen. Aber er mich schon. Was bist du da? Bauführer? Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Hast du voll im Griff? Also, wir haben das Projekt geplant und jetzt sieht es noch gar nicht schlecht aus, oder? Gell? Ja. Ja, wir freuen uns, wenn wir hier so. Eine Hütte kann. Ja, Hütte. Ein Haus kann machen, oder? Ja, das würde ich sagen. Hütte ist jetzt gerade ein bisschen. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen tief, ja. Epti! Was hast du denn hier geplant? Ich habe geplant. Und mit dem Mannzimmer. Ja, jetzt sind wir zufrieden, wie es jetzt bis jetzt aussieht. Und wie viele Baumeister hast du gehabt? Sieben. Sieben? Sieben! Alle ja. Von dir hier? Alle von uns, ja. Also das Kleinste hier dort? Genau, die sind bei uns in der Ferienwoche. Ja. Und jetzt haben wir einfach die Gelegenheit genutzt, um hier das Bauwerk herzustellen. Komm auch! Ja, aber du willst ihn nicht auswählen! Es ist schon nicht zu unterschätzen. Ursin, Ursin, nicht zu weit draussen! Ja, du musst jetzt schon für die Sicherheit schauen. Du bist Chef ja, hier. Ja, eben. Also, es kommt eben schon ein bisschen an die Grenze, gell? Ist noch ein Krampf, gell? Ja. Was machst du jetzt gerade? Das Beste reinzubringen. Aha. Sozusagen einrichten. Das Geisler Baumeister sitzt im Kaffee. Ich muss es hier helfen. Wenn sie den Turm machen wollen, oder? Weil sie werden sehr gut dort. Wir hätten noch einen Berg gerüstet für dich. Ja, das habe ich früher nicht gemacht. Jetzt sollen wir bauen, oder? Ja. Im Sonntag sollte so ein Lädchen haben. Und wenn man mal noch genug gesaffiert, dann nimmt man einen Kaffee, oder? Ich habe schon einen gehabt. Aha. Einfach im Hübitzli, wenn er dort vorne steht, dann denkt, gehst du einen Kaffee trinken. Eben, gell? Ich gehe dann gleich noch mal. Ja. Aber deine Frau und Daniela waren schon ein bisschen verloren, hat es mich gedunkt. Sie haben eben gesagt, man soll nicht zu viel reden, kein machen lassen. Gut, das kann Sozialkontakt, ich verstehen. Oder? Und lernen, miteinander zu arbeiten. Ja, ja. Ich komme mit euch. Ich komme mit euch für dich. Also. Was machen wir da? Nein, anders. Dann machen wir die Babys. Ich weiß, was du machst. Das ist von mir. Jetzt auf links. Ja, sie zeigt es dir. Du kannst mit der Maschine machen. Fest. Und die also? Kann man ja. Dann kaufen? Nein, die sind gratis. So. Gratis? Ja. So. Ajo. Die kannst du anstecken. Noch nicht. Warte, machen wir noch mal eins. Ajo. Ja? Ist das so? Ja, nachher ist es so. Du musst warten. Aber drauf, ich mit das da vorne.
Du machst mal Spaß, du musst mit der Maschine. Brauchst du nochmal zwei? Ja. Du als künftige Automechanikerin bist eh handwerklich gut, gell? Ja. Hast du das voll im Griff da? Ja. Voll. Aber nachher wär's denkt zum Anstecken, dann, gell? Ja. Nachher wär's denkt zum Anstecken, oder? Ja, zum denn da. Und jetzt? Und jetzt. Nein, andere Seite. Ja. Da. Nein, nein. Ufe, ufe, nein, nein. Dann links, jetzt zurück. Ich lasse meine Tasche da. Ich probiere. Jetzt ist gut. Ah, das geht. Und jetzt hast du alles. Okay. Gut. Hey, super, hä? Ja, das ist gut. Schade. Dann kommst du. Geschätzte Bauarbeiterinnen, geschätzte Bauarbeiter! Es ist wieder Feierabend, bitte alle Werkzeuge zusammenräumen und wieder zurückbringen. Bitte alle Pinsel und Roller und Farbschalen auswäschen und zurückbringen. Bitte alle Schraubenschalen zurückbringen. Danke vielmals! Eine Kinderbaustelle ist ein Freiraum inmitten der Stadt. Ein Freiraum, wo Kinder selbstständig und nach ihren Bedürfnissen mitgestalten können. Ein Freiraum, wo Kinder tief graben können, wie wir gehört haben, und hoch bauen können, wie wir sehen. Ein Freiraum, wo sie unterstützt und begleitet werden. Ein Freiraum, wo sie ihre motorischen und soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten können fördern. Ein Freiraum, wo Nachwuchsförderung passiert für den Handwerksbereich. Und das Wichtigste, ein Freiraum für Kinder, wo sie Kind sein können. Mit dem Freiraum wollen wir von der sozialen Dienst Wertenberg mit dem Kompetenzzentrum Jugend Kind eine Möglichkeit bieten, ihre Freizeit im Freien zu verbringen. Sie haben die Möglichkeit, Erfahrungen außerhalb des schulischen Rahmens in einem geschützten Raum mit den verschiedensten Materialien, wie wir sehen, mit den verschiedensten Kindern aus den verschiedensten Milieus, mit einer breiten Altersgruppe und auch mit sehr vielen Herkunftsländern dürfen zu verbringen. Und wenn ich mich heute umschaue, dann ist es beeindruckend, was in einem Monat geleistet worden ist. Das von Kindern, von Baumeisterinnen und Baumeistern. Für mich auch beeindruckend ist, was das Team der Kinderbaustelle im vergangenen Jahr, aber auch seit Anfangs dem Jahr geleistet hat. Die Infrastruktur, die vorne erklärt worden ist, ist einfach ein Traum für Kinder, um sich verwirklichen können. Es hat alles rum für jeden und jede. Und ich möchte diesen Moment nutzen, um dem Kinderbaustellenteam mit der Leitung von Isabel Siegenthaler ganz herzlich zu danken. Und ich glaube, das ist ein riesen Applaus wert. So ein Angebot wäre aber nicht möglich ohne eine grosse Unterstützung von Handwerks- und Baubetrieben aus der Region. Aber auch Gönnerinnen und Gönner, Stiftungen und Gemeinden der Region, die das Angebot finanziell unterstützen. Auch ein herzlicher Dank an all jene. Ich glaube, auch das ist ein Applaus wert. Ich will gar nicht mehr länger machen, weil ich sage, es ist schon vieles geredet worden, schon vieles gesagt worden. Und ich gebe gerne Retour fürs weitere Vorgehen an Isabel. Der Moment vom Fest kommt. Es hat Würst, der Hübi ist der Wurstmensch. Wir haben auch noch Sachen, die wir als Pflanzen aufs Feuer tun können, auf mich oder auf Isabel Salutz zu.
Fühlt euch wohl, geht in die Hütten, schaut, ob ihr den Bunker findet und. Wenn es darum geht, etwas mehr zu wissen bezüglich Pflanzenwelt, Isabel, Salut, ich, wir kommen dort recht gut raus, kommen auf uns zu, fragen. Und sonst fühlt euch einfach willkommen und wohl.